Sehr geehrte Frau Präsidentin, Haushaltsberatungen stellen immer die Frage, wo stehen wir? Und ich sage mal, da gibt es Licht. 13 Millionen Menschen, 13 Millionen haben ein 49-Euro-Ticket. Das ist ein großer gemeinsamer Erfolg vom Bund, von Ländern aller Farben, vom Verkehrsministerium und von diesem Parlament. Auch wenn die Bundes-CDU davon jetzt nichts mehr wissen will. Das Ticket kann noch attraktiver werden. Das bringt dann noch mehr Abos und dann auch mehr Geld für Bus und Bahn. Auch gut, die Infrastruktur wird saniert, und zwar Schiene und Straße. Mit Rekordsummen in zweistelliger Milliardenhöhe. Das war jahrzehntelang überfällig. Gerade angesichts der Carola-Brücke in Dresden heute ist klarer denn je, Erhalt und Sanierung gehen vor, auch wenn dafür Neubauprojekte zurückstehen müssen. Und das neue Straßenverkehrsrecht lässt Städte und Gemeinden endlich selbst entscheiden, wie sie ihre Straßen sicherer und angenehmer gestalten können. Das ist alles gut, aber das reicht natürlich nicht. Stellen Sie sich vor, Sie hätten 25 Milliarden Euro zur Verfügung, eine unfassbare Summe. Würden Sie dieses Geld für ein modernes Schienennetz ausgeben oder damit zum Beispiel Diesel subventionieren? Meine Meinung dazu? Da ist die Dieselfront. Meine Meinung dazu, klimaschädliche Ausgaben sind Verschwendung. Sie sind sogar schlimmer als Verschwendung, denn die Klimaschäden, die dann kommen, die kosten sogar noch zusätzlich. Und das gehört schnellstmöglich beendet. Dazu müssen wir die fossile Lobby abschütteln, Transparenz herstellen. Wie kommen die Auspufffreunde eigentlich dazu, Termine in den höchsten Etagen des Ministeriums freizubieten? Wie werden die vergifteten Narrative zu Technologieoffenheit entwickelt und verbreitet? Wer hilft dabei und was ist die Gegenleistung? Das gehört auf den Tisch. Ich sehe jetzt hier und da verlogene Krokodilstränen, wenn über Volkswagen geredet wird. Aber Sie können nicht die Dauersubventionierung von Verbrennern vehement betreiben über Jahre und Jahrzehnte und gleichzeitig bedauern, dass die Antriebswende nicht wie in vielen anderen Ländern massiv an Fahrt aufnimmt. Wer das macht, der gefährdet den hiesigen Technologiestandort. Der konterkariert das Ziel der Technologieführerschaft. Wer das macht, der schadet dem Land. Wir schaffen beim Klimaschutz zwar mehr als jede Vorgängerregierung, aber eben doch nicht genug. Das Verbrennen von Öl verschmutzt Tag für Tag unsere Luft. Das muss sich ändern. Die Union hat hier einen enormen Anteil, und wir werden das im Ausschuss immer wieder sprechen, aber die Union hat uns auch eine riesige Verschuldung überlassen, und zwar in Form maroder Brücken, Straßen, Schienen, Bahnhöfe. Die Schuldenbremse hat das nicht null verhindert. Die Schuldenbremse kennt eben nur Bankschulden, und das genau gehört reformiert. Herr Gebhardt, Ihre Redezeit ist zu Ende. Vielen Dank. Licht und Schatten also. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl. Da kann man entscheiden. Wirtschaftliche Vernunft, freie, sichere, saubere Mobilität oder fossile Lobby. Vielen Dank. Es ist so einfach. Vielen Dank.